Nächster Redner ist der Kollege Dr. Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, da nun vor mir der Bundesverteidigungsminister Jung gesprochen hat und Sie ja gesagt haben, dass Sie sich auf bestimmte Wege nicht einlassen, muss ich Ihnen sagen, die Wege, die Sie überhaupt planen zu gehen, sind fernab von anderen Vorstellungen, fernab vom Grundgesetz, fernab vom Bundesverfassungsgericht, und das ist, ja, und das ist nicht hinnehmbar. Lassen Sie mich dazu zwei Sätze sagen. Ich kenne doch die Theorie, dass man sagt, wenn ein Passagierflugzeug entführt ist, wenn man es denn abschießt, verursacht man Tote, die sowieso kommen würden, aber man rettet das Leben anderer. Das ist doch Ihr Ausgangspunkt. Ich sage gleich was zu Afghanistan. Aber, Herr Minister Jung, Sie haben nur wenige Minuten in einer solchen Situation und Sie können nur vermuten, was der Pilot macht. Das ist doch abenteuerlich, prophylaktisch zu töten. Das ist das, was Sie erklärt haben. Und ich sage Ihnen, das wäre eine Anstiftung zum mehrfachen, vielfachen Totschlag. Nicht hinnehmbar in unserer Gesellschaft. Und das Zweite ist, wenn wir jetzt zu Afghanistan sprechen, dass es hier sehr unterschiedliche Positionen in unserer Gesellschaft gibt, die Sie ja nicht zur Kenntnis nehmen. Der Grüne Parteitag hat sich jetzt wieder früheren antimilitaristischen Positionen angenähert, was wir begrüßen im Unterschied zu anderen. Die anderen kritisieren die Grünen dafür, dass sie außenpolitisch unzuverlässig werden. Sie merken gar nicht mehr, dass für sie Militär und Außenpolitik zu einer Einheit geworden sind, was wir genau überwinden wollen. Natürlich haben die Grünen dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Jugoslawien zugestimmt. Sie haben bisher allen Militäreinsätzen in Afghanistan zugestimmt. Und es wird höchste Zeit, dass sie vielleicht mal auf ihre Basis hören und schrittweise ihre Positionen verändern. In Afghanistan, das hat der Außenminister ja zu Recht gesagt, sollten die Taliban bekämpft und entmachtet werden. Und nun sollen auch Menschenrechte wiederhergestellt werden. Das Taliban-Regime wurde beseitigt, das ist wahr. Aber was nie dazu gesagt wird, ist, dass die Nordallianz deutlich an Macht gewonnen hat. Und die Stellung der Nordallianz zu Frauenrechten und zu Menschenrechten ist ähnlich wie die Stellung der Taliban. Das wird verschwiegen. Es gibt jetzt eine Macht von Drogenbaronen, von Warlords, die einfach nicht hinnehmbar ist. Dieses Bild, das hier gemalt wird, als ob da jetzt alle in traumhaften Zuständen leben, hat mit den Realitäten nichts zu tun. Nichts zu tun. Und Ja, es gibt ja Studien. Jedes fünfte Mädchen in Afghanistan geht zur Schule. Nach 6 Jahren geht jedes fünfte Mädchen zur Schule. Das heißt, ja, jedes fünfte Mädchen. Das ist für Sie ein Riesenerfolg nach 6 Jahren. Ich finde das eine Schande. Jedes Mädchen muss zur Schule gehen. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Bei Ihrer Erregung. Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum Sie so aufgeregt ist, weil die Mehrheit der Bevölkerung auf unserer Seite steht und nicht auf Ihrer. Das macht Sie so nervös. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Wir hatten jetzt einen Besuch einer afghanischen Frau von Malalai Joya. Eine sehr tapfere, eine sehr mutige Frau. Sie ist mit vielen Stimmen, finden Sie nicht? Sie ist mit vielen Stimmen in die verfassunggebende Versammlung gewählt worden. Dort hat sie aber natürlich, kannte sie die Herren. Und hat denen ganz konkret gesagt, wer Drogenbaron, wer Warlord war, etc. Daraufhin hat die Mehrheit beschlossen, sie wieder rauszuschmeißen aus dem Parlament. Das ist das, was man dort auch unter Demokratie versteht. Und ich bin sehr froh, dass sie zu uns gekommen ist. Ja, und sie hat auch etwas bestätigt. Sie vertritt doch gar nicht unsere Auffassung. Seien Sie doch ganz ruhig. Sie hat gesagt, dass mit den deutschen Soldaten zum Beispiel die Hoffnung verbunden war auf Befreiung. Das stimmt, das hat sie auch gesagt. Sie hat auch gesagt, weniger mit den US-Soldaten, aber gerade mit den europäischen Soldaten war diese Hoffnung verbunden. Das Problem ist nur, sagt sie, dann hätte man die Nordallianz entwaffnen müssen. Die ist aber aufgerüstet worden. Und sie sagt, die Nordallianz achtet Frauenrechte genauso wenig wie die Taliban. Das ist das Problem. Und dasselbe sagt sie von den Warlords und den Drogenbaronen. Und jetzt kommt noch eins hinzu, dass sie sagte, sie hoffte aber auf die deutschen Soldaten. Das Problem ist nur, dass sich die deutschen Soldaten der US-Strategie unterwerfen. Und deshalb ist es keine Befreiung, sondern eine Besatzung geworden. Das sagt diese afghanische Frau, nicht wir. Reden Sie doch mit ihr. Und im Übrigen, da man ja hier begrüßen darf und ich weiß, dass sie da oben sitzt, möchte ich sie auch herzlich begrüßen. Und dann will ich Ihnen noch was sagen wegen Ihrer Argumente.
Unter der sowjetischen Besatzung konnten Mädchen zur Schule gehen, Frauen durften sogar Fußball spielen. Das hat die Besatzung niemals gerechtfertigt. Damals haben Sie das auch nicht behauptet. Sie haben Ihre Vorstellung sehr geändert im Laufe der Jahre. Darauf muss man hinweisen. Jetzt wird natürlich darüber diskutiert, auch bei den Grünen, ob sich nicht die Strategie der deutschen Soldaten ändern könnte und wenn die Strategie sich änderte, ob man dann ISAF nicht zustimmen könnte. Abgesehen davon, dass ISAF jetzt gerade eine große Offensive gestartet hat, sage ich Ihnen eins, weder die rot-grüne Regierung noch die heutige Regierung hat die Kraft, sich gegen die USA zu stellen und eine andere Strategie zu verfolgen. Und sie wollen es auch nicht. Deshalb müsste nach Ihrem Parteitagsbeschluss sie auch gegen ISAF stimmen. So wie wir das tun. Im Übrigen, wenn wir über Frauenrechte und Menschenrechte sprechen, in wie vielen Ländern wollen Sie dann eigentlich intervenieren, wenn ich mal fragen darf? Wie sieht denn das mit den Frauenrechten in Saudi-Arabien aus? Die dürfen nicht mal Auto fahren. Die dürfen ohne Genehmigung ihres Ehemannes gar nicht das Land verlassen. Die werden schlicht und einfach unterdrückt. Aber Herr Bush und seine Familie machen dickeste Geschäfte mit der herrschenden Familie in Saudi-Arabien. Deshalb interessieren ihn dort die Menschenrechte nicht. Es gibt so viele Länder in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, wo sie einmarschieren müssen. Ja, selbst die USA müssten sie ja angreifen wegen Guantanamo. Wären Sie doch nicht albern, dass Sie Ihr Militär überall hinschicken, wo Menschenrechte verletzt werden. So, nun wird immer gesagt, ja, aber was passiert denn, wenn wir rausgehen? Dann kommt wieder die schlimme Herrschaft der Taliban. Das ist völlig falsch. Wir müssen die Nordallianz entwaffnen. Wir müssen dafür sorgen. Sie bewaffnen die Nordallianz, das ist die Wahrheit. Sie sehen zu, wie die Nachbarländer eine ganz unterschiedliche Politik machen, ob sie Russland nehmen, ob sie Usbekistan nehmen, ob sie Pakistan nehmen oder den Iran nehmen. Die alle bewaffnen, entweder die Taliban oder die Nordallianz. Und da schauen Sie nur zu, das ist die Realität. Und das ist das Problem. Sie haben hier erklärt, Sie wollen Polizei ausbilden und Armee ausbilden. Was machen Sie denn seit 6 Jahren? Wieso gibt es denn noch keine eigenständige Polizei in Afghanistan? Wieso gibt es keine Armee? Nichts ist diesbezüglich ernsthaft geleistet worden bisher. Und im Übrigen tun Sie immer so, als ob es um Menschenrechte geht. Und jetzt zitiere ich Ihnen mal einen Mann, der kein Linker ist, Herrn Greenspan, der erste Notenbankpräsident der USA, der es geschafft hat, dass der Haushalt ausgeglichen war in den USA. Und der hat jetzt seine Memoiren geschrieben und sagt, der wesentliche Grund für den Krieg im Irak war das Öl. Und ich ja, sagt der Mann, also nicht ich, verstehen Sie? Und das Zweite, was ich Ihnen sage, die USA haben hervorragend mit den menschenverachtenden Taliban verhandelt, und zwar wegen einer Gaspipeline durch Afghanistan. Und erst als die Verhandlungen gescheitert waren wegen der Gaspipeline, da entdeckten sie die Menschenrechte in Afghanistan. Das ist die Wahrheit. Und nun sagen Sie immer, wenn man abzöge, müssten alle Aufbauhelfer abziehen, könnten die gar nichts mehr machen, etc. Jetzt nehme ich wieder einen Nicht-Linken, ein ehemaliger Arzt der Bundeswehr, mit dem war ich zusammen im bayerischen Fernsehen. Und der hat erklärt, er baut im Süden Afghanistans Schulen. Und dann sagt er, aber das funktioniert nur unter einer Bedingung, dass der erste Soldat 10 Kilometer entfernt ist. Dann funktioniert es, sagt er. Dann wurde er gebeten, seine Schulen zur Verfügung zu stellen für die Wahl des Präsidenten. Hat er gesagt, macht er. Unter einer Bedingung, der erste Soldat ist 10 Kilometer entfernt. Und er sagt, ich habe das durchgesetzt. Und was ist passiert? 60% sind zur Wahl gekommen bei ihm und davon 40% Frauen. Da, wo die US-Soldaten standen, kamen 10% und davon nur 1% Frauen. Das ist die Wahrheit. Nicht die Soldaten schützen ihn. Er braucht die Soldaten nicht, um seine Aufbauarbeit zu leisten in Afghanistan. Und das sagt Ihnen ein ehemaliger Arzt der Bundeswehr. Und lassen Sie mich zum Schluss sagen, Herr Außenminister, Sie haben ja hier erklärt, wer für den Abzug der Soldaten ist, der will irgendwie wieder die Macht der Taliban. Das ist, ich sage Ihnen, eine Unverschämtheit. Die können Sie äußern. Die können Sie äußern, Herr Außenminister. Sie müssen nur eins wissen. 2/3 der deutschen Bevölkerung ist für den Abzug der Soldaten auf Afghanistan. Damit unterstellen Sie 2/3 Ihrer eigenen Bevölkerung, dass sie für Taliban seien. Das ist indiskutabel, was Sie hier geboten haben.